Neue Folge und das erste Opfer ist gefordert. Jori ist bei seiner Mutter. Naja, der schläft halt. Jori schläft. Der ist echt fertig gewesen. Seiner Mutter vom Tag, was so war. Abenteuer und unglaubliche Dinge sind geschehen. Ja. Und wir machen andere Sachen. Genau, ihr macht andere Sachen. Fangen wir mit dir an, wie du zum Medikus kommst. Genau. Medikus. Moment, habe ich den Namen von ihm noch? Nee, das ist so Medium, also nicht so. Das würde mich echt interessieren, weil ich habe nämlich letztens auch überlegt, ob der Medikus überhaupt einen Namen hatte. Ja, Zalandio Sternlicht war das nicht. Nee, das war der Archivar. Genau. Er heißt Medikus. Meister. Ich habe beschlossen, ich nenne ihn Latu. Latun. Wie heißt Latu. L-A-T-U. So wie die A-T-U, nur mit einem L davor. Achso. Herr Autoteile Unger. Genau. Okay, La. Klatu Verata Nekt. Genau der. So. Army of Darkness, das ist der Spruch, den er sagen muss. Und ja, kann ich mir merken. Klatu. Was hast du gesagt? Ja, klar. Ach, ja. So. Latu? Ja. Jori, also wir sind gerade von der Mission zurückgekommen. Jori ist bei seinen Eltern. Und Mutter, schön, dass ihr es geschafft habt. Danke, aber wie du siehst, sag mal, ganz hatte ich da ein Google-Wissen? Das wollte ich gerade sagen, genau. Wir sind schon mal zum Gasthof vor. Hast du da irgendwie ein Mittel gegen, weil ich habe jetzt von Jori gehört, das ist nicht so gesund. Mir fehlen Misteln. Misteln? Misteln. Misteln? Keine Misteln. Ahnung, also so, wo kriegt man die her? Im Wald. Ja. Ich glaube, warte, ich schau mal kurz. Ich habe, glaube ich, doch noch welche im Lager. Okay. Das weiß ansonsten, nein, vielleicht weiß ich, vielleicht habe ich, nee, ich war davor die Wache. Ja. Konnte es mir nicht erzählt haben oder so. Okay. Ja, danke. Weil er hat es erst nach mir sich angeguckt, die Dinger. Ja. Und er hat uns nicht davon erzählt. Nee. Und er weiß ja auch nicht, was man damit macht. Richtig, ja. Aber gut, wir machen das jetzt so, dass du trotzdem lernen kannst. Okay, ich habe Misteln gefunden. Das ist keine leichte Prozedur. Okay. Das muss ich dir gleich sagen. Und ich kann nicht versprechen, dass es funktioniert. Okay, kann ich irgendwie dabei helfen? Also, ich muss... Wir haben ja gebondet so ein bisschen jetzt hier in der Akt. Machen bei dir. Und da es alles vergiftet ist... Ich dann mit den Misteln an dem Aderlass-Stelle einreiben. Und okay. Aderlass ist nicht so wichtig. Nee. Das ist echt scheiße. Und dann können wir nur hoffen, dass es das bringt. Du müsstest jetzt mal 2 Hashtag pray for Schaden. Nee, 4-6. Ja. Das ist der Schaden, den du dabei bekommst durch den Aderlass. 2, 6. 8 Schaden. Okay, und jetzt probiere ich, ob ich. Es gibt ja viel übrig. Doch. Ob wir die Krankheit heilen können. Was dir alles aushält. Er kann dir danach gleich wieder heilen lassen. 5, sage ich. Heilkunde Krankheiten. Ich wünschte, ich hätte noch meinen Mädchenschlauch behalten. Du hast was Gutes getan, ihnen Koopi zu geben. Ja. Das war gut. Aber Flüssigkeit muss man wieder auffüllen. Mit Wasser, ja. Nein. Mit einem isotonischen Getränk. Okay, also, er reibt dir jetzt, nimmt dir 2 Liter Blut ab. 1 Liter, du bist ein Zwerg. Ja. Der ist leer. 1 Liter Blut ab und schmiert dir den Mistelbrei auf den Arm und sagt, das ist alles, was ich tun kann. Das müsste helfen. Kannst du vielleicht noch einen Verband drum machen? Ja, natürlich kann ich noch einen Verband drum machen, aber das hilft nicht weiter. Okay. Ja, ganz genau sagen kann ich es nicht, aber ich bin in guter Hoffnung. Kann ich irgendwie sehen, wenn die Wunde... Klingt verkehrt. Kann ich irgendwie sehen, wenn die Wunde blau wird, dass ich mir lieber einen Arm abschneiden sollte, oder? Das ist zu spät. Entweder du verwandelst dich innerhalb der 3 Tage zu einem Ghoul oder du tust es nicht, aber... Seitdem bis 3 Tage. Boah, werden wir ja dann schnell 2 Tage nur noch, ne? Aber ich glaube, ich habe das alles gegeben und ich bin... positiv eingestellt, dass es geholfen hat. Auf Thorins Schreibtisch steht, er gab sich Mühe. Der Medikus hat sich Mühe gegeben. Hat sich stets bemüht. Er hat sich stets bemüht, genau. Er war gut. Er war gut auf. Thorin hat ein gutes Leben geführt. Danke, Latu. Und hast du noch irgendwie weitere Informationen, was in den letzten Tagen passiert ist, als wir weg waren? Ja, was war denn hier los? Was also im Dorf? Ich frag natürlich. Also die Leute sind halt langsam angefangen, nervös zu werden, vor allem, weil ihr halt auch schon so lange weg wart, aber... Ja, ich hab's ja wieder beruhigt.
Und vor allem, dass die Sache mit Heimeinung, dass er so hinterhältig integriert hat, natürlich auch viel Aufsehen. Was ist da eigentlich noch genau passiert? Also wir haben zwar gesehen, wie er aus dem Dorf gejagt wurde, aber gab es noch irgendwelche weiteren Konsequenzen, beziehungsweise was ist mit seiner Wohnung passiert, wo er unterirdisch den Hirschkäfer hatte? Da weiß ich nichts von. Er durfte nicht viele Sachen mitnehmen. Er durfte nur noch mal 15 Minuten in sein Haus rein. Das nötigste zusammen läuft. Suchen und wurde dann rausvertrachtet. Okay. Also nicht, dass er irgendwie noch eine Kopie der Sage mitgenommen hat, etc. Das glaube ich nicht. Okay. Ist doch völlig egal. Ja. Also, wir haben noch Dann danke ich dir und hoffentlich wird es erstens besser und zweitens, dass wir mit unserer nächsten Mission Erfolg haben. Ja. Ich winke und gehe aus dem Laden Richtung Goldenen Drei Kronen. Genau. Währenddessen. Währenddessen. Ja. Wir sitzen in den Goldenen Drei Kronen und haben uns schon Met bestellt und Abendessen. Essen, genau. Ja. Abendessen. Was gibt's denn Schönes? Gibt's wieder dasselbe? Karinkeule. Mit Rotkohl? Nein. Karinkeule. Nur die Keule? Nur die Keule. Das ist aber ungesund. Muss man so Obst und Gemüse essen? Nein. Okay. Trockenfrüchte. Tja, Alicia. Ja, Mensch, das schmeckt ja. Was ist eigentlich, du hast mir von deiner Mutter erzählt, aber ich hab deinen Vater. Ach du, das ist eine ganz andere Geschichte. mein Vater, das ist ein ziemlich unangenehmer Typ. Auch im Horasreich ist ein Horasier, also meine Mutter auch. Also lebt noch, ja? Er lebt noch, ja. Auf Einschlafen, oder? Auf Alesia kommt eine junge Frau zu. Hallo. Sie ist auch Mädel, nur so zur Erinnerung. Ja, ich weiß. Ja, aber nee. Hallo, also, ich bin Bier. Sie, nicht ich. Kommt eine junge Frau zu. Ist nicht jeder. Sie wird etwas abgelenkt und schüttet ihren Bierkuchen über die aus. So, ich bin zwar nicht da, aber so versehen oder so? Das ist Interpretationsspielraum. Okay. Ich springe auf, erschrecke mich natürlich, weil ich ja gerade im Gespräch war, und fahre sie unhöflicher als nötig an. Also andere wären vielleicht höflicher. So, hey, was soll das denn, du blöde Kuh? Es tut mir leid, es war ein Versehen. War es wirklich ein Versehen? Ja, bitte, komm doch mit, dann kann ich... Oh, nee. Dann kann ich dir vielleicht ein anderes T-Shirt rausgeben. Verflucht, diese Immersion geht kaputt. Eine Bluse. Dann kann ich dir eine andere Bluse rausreichen. Ich glaube, es wird auch so gehen. Dankeschön. Ich brauche mal gutes Licht. Alles klar. Aber wirklich. Ich brauche kein... Es ist nur Bier oder Met oder was ist es gewesen? Met. Es ist nur ein bisschen Met. Mein Gott, das ist nicht so schlimm. Trocknet wieder. Warum guckst du jetzt so? Versuch nur ein bisschen vorsichtiger zu sein. Du solltest wirklich. Aber es tut mir leid, irgendwie muss ich das doch wieder gut machen können. Nun. Ihr könnt das nächste Bier ausgeben. Du könntest uns eine Runde ausgeben. Met. Das kann ich machen. Kommst du mit nach vorne, dann kannst du dir aussuchen, welches du haben möchtest. Okay, ich will's jetzt wissen, verdammte Scheiße. Ja, Ich komm mit. Ich will mir aussuchen, welches Met ich haben will. Met. Wie ein weiser Mann irgendwann gesagt hat. Ja, just do it. Ja, okay, er will, dass ich mitkomme. Ich komme jetzt mit. Sie. Weibchen. Ich will ja auch uns zwei Gläser holen, oder zwei Becher. Aber pass auf dich auf, Alesia. Naja, ich gehe jetzt nur zur Theke, die ist 5 Meter weiter. Ja, wer weiß, was die Maschine gibt. Ja, ich bin natürlich vorsichtig. Ich bin alarmiert, weil ich nicht weiß, was da los ist. Auf dem Weg nach vorne raus sie zu. Die könnten doch im Archiv. Die arbeiten für Vitus Evisovius Fock. Sie wollen sich nicht am 8., sondern am 11. treffen. In der Festung nahe Nysjunen. Ach so, das ist da. Also, sie arbeiten für Vitus Evisovius Fock und sie wollen sich nicht... Am 8., sondern am 11. treffen. Am 8., sondern 11. In der Festungsruine nahe Nysjunen. Wie ist der Name? Das ist egal. Das spielt keine Rolle. Das spielt keine Rolle. Das ist ein komischer Name. Okay, wer hat dich geschickt? Flüstere ich ihr zu. Das weiß ich nicht. Sagt der Spielleiter. Okay, sehr gut. Die Immersion ist... Danke für die Informationen.
unbekannte Frau, von der ich nicht weiß, von wem sie geschickt wurde. Du hättest mir das auch sagen können, ohne meine Fluse zu ruinieren, aber... Ich habe die letzten Tage schon mal versucht, mit dir Kontakt aufzunehmen, aber du warst nicht alleine anzutreffen. Ich musste dich jetzt irgendwie aus der Gruppe lösen. Aus der Gruppe lösen? Lira, du bist die Gruppe. Ich danke dir. Hätte dir jetzt ein Geldstück gegeben, aber das meine Bluse ruiniert, also verschwinde. Danke für die Information. Ich werde dir trotzdem noch, damit das nicht auffällt, 2 Krug mit. Ja, natürlich. Da habe ich gerechnet. Bin ich schon in der Bar? Du kommst jetzt rein, mein Ding. Alesia! Mach 3 draus. Mach 3 draus. Wollt ihr auch noch alles was? Klar. Ja, du kannst mir tragen helfen, komm. Kein Problem. Ja, du kannst dir deinen Krug selber nehmen, ja. Und nimm noch Niras, weil ich soll dir ja tragen helfen. Ja, natürlich. Das war wahrscheinlich ein Fehler. Jetzt hat er 2 Krug. Na gut, ich verabschiede mich von ihr mit noch so einem Nicken und nehme den Krug zurück zum Tisch. Oder ja. Der wäre sonst ausgeschwappt. Ich hab ein bisschen abgetrunken. Hier. Ist aber ganz schön wenig. Die was ist da passiert? Die füllen hier. Sie hat nicht gesagt, wo sich irgendwer trifft, oder? Doch. Hat sie? Ja. Festungsruine der Anusjüne. Das habe ich mir nicht aufgeschrieben. Das hast du nicht gehört. Ja, aber das habe ich mir nicht aufgeschrieben. Das hast du nicht gehört. Ja, Festungsruine. Ich habe es schon wieder vergessen gehabt. Ich schaue zur Frau, die sich plötzlich wieder von uns entfernt. Alesia? Ja? Was? Warum hat die Frau gerade für uns Getränke bezahlt und rennt jetzt weg? Sie hat ihre Bluse ruiniert. Alles nass. So, ich zeige drauf und gucke dich so ein bisschen so. Ja, verstehe ich trotzdem. Sie hat ihren Krug über mir ausgeschüttet und ich habe gesagt, sie soll irgendwas dafür... Was hat sie gemacht? Ja. Voll nett von ihr, oder? Ich guck gerade um, wer mir einen Krug... wie dich anreppeln könnte. Ja. Ja. Ich setze mich zurück zu Nira und esse weiter an meiner Keule. Das sieht gut aus. Was ist das? Karetkeule? Ich winke zu, dass ich halt auch so eine Keule gerne hätte. Ja, du brauchst deine Keule. Sehr, sehr, sehr schön. Ja, und ich behalte das natürlich für mich, weil das geht ja die anderen erstmal nicht. Das ist ja mein Auftrag. So, genau, wir waren gerade beim Erzählen. Ja, mein Vater, ja, das ist echt eine ganz lange Geschichte. Das erzähle ich mal wann anders. Ich meine, okay. Ich bin jetzt auch schon echt müde. Ich habe ja nicht geschlafen heute Nacht. Also nicht viel. Na gut. Ja, ich würde jetzt aufessen und dann ins Bett gehen. Also, ja. Wie wollen wir eigentlich jetzt zur, nicht Frostspitze? Wie? Eiszinnen. Zu den Eiszinnen. Nehmen wir da deine Kutsche oder? Würde ich sagen, da können wir die gut beladen mit den Fellen und allem. Mhm. Und ja, wir wissen ja gar nicht so genau, wie man jetzt nach Nysjunin. Ach doch, wissen wir. Wir müssen am Fluss lang. Genau. Flussabwärts. Und mit Pferd. Da war der Weg ganz gut, ne? Da kommt man mit Pferden. Also, ich meine, mit Pferd dauert es nur 3 Tage. Dann nehmen wir unsere Pferde und deinen Karren und zischen ab. Ja. Ja? Das machen wir dann. Gut. Dann sollten wir am besten jetzt zu Aikaya. Das war noch ein bisschen Proviant etc. Er meinte ja, er hat ein bisschen was vorbereitet. Und am nächsten Morgen wird er das einfach da wahrscheinlich mit uns. Also ich würde auch gerne schlafen gehen. Ich muss mich auch noch ein bisschen regenerieren. So sage ich das auch immer, wenn ich schlafe. Ja, ich muss noch regenerieren. Schön. Plötzlich kommt der Wirt rein, der vorher nicht da war. Das habt ihr nicht gefragt. Die Schankmagd hat euch bedient. Und sagt, Hauptsache wirklich nach dem Abenteuer. Ihr verschwindet hier. Ihr werdet heute Nacht nicht hier schlafen. Warum das denn? Nach der Aktion, die ihr vor 2 Tagen hier abgezogen habt, wie ihr Saris Gaberei überfallen habt, möchte ich nicht, dass ihr hier heute Nacht bei mir schlaft. Aber was haben wir denn groß gemacht? Ihr habt bei ihr eingebrochen, das Vertrauen des ganzen Dorfes ausgenutzt. Ja, aber ich stehe auf, bin total wütend, bin sofort auf 180, ziehe mein Dolch so leicht, also nicht ihm, ich ziehe nicht so, dass ich ihn erstechen will, aber ich ziehe ihn so ein bisschen aus der Scheide raus, baue mich vor ihm auf, so gut es halt geht mit meiner Größe. Ich weiß nicht, wie groß der ist, aber ist auch egal. Und brüll ihn an mit, es kann nicht wahr sein, ja. Ja, wir haben vielleicht nicht die bestmögliche Lösung gefunden für das Problem, um an die Sage zu kommen, weil davon ist ja offensichtlich wahrscheinlich rumgesprochen, das ist ein Dorf, worum es da ging und so. Wir haben vielleicht nicht die bestmögliche Lösung gefunden, wir haben nach bestem Wissen und Gewissen in dem Zeitpunkt gehandelt. Und wir, fremde Leute von woanders, ja, von außerhalb, versuchen euer Dorf zu retten. Eure Ärsche, ihr macht es nicht selber, wir machen das für euch. Ihr werdet alle sterben, wenn wir nicht vernünftig handeln und agieren in den nächsten Tagen und Wochen und das nicht hinkriegen. Und jetzt möchtest du, dass wir nicht ausgeschlafen sind? Das ist eine sehr kurzsichtige Entscheidung, mein Freund. Sehr kurzsichtig. Das ist mir egal, ich möchte nicht, dass ihr in meinem Haus schlaft. Ich gucke ihn an. Ich esse weiter. Ja, ich setze mich auch wieder hin. Ich setze mich hin und trinke genüsslich meinen Met.
Was passiert jetzt? Ja. Er geht raus. Damit hat er nicht gerechnet. Ja. Er geht raus. Ja. Soll er machen? Ich gehe runter in mein Zimmer. Ich glaube, ich hat noch Folgen. Ja, naja, ich. Und kommt mit Alkajok wieder. Der ist unser Freund. Ja. Ja. Und meint, Alkajok meint zu euch, wäre es für euch in Ordnung, wenn wir in der Dorffalle Betten herrichten? Ja, das ist okay. Da könnt ihr auch schlafen. Und gerne. Aber? Ist aber erstmal auf. Ja, ich klar. Aber ich hätte dann gerne Mietschläuche. Die bekommst du, ich kaufe sie euch hier. Ich habe kein Problem damit, ist wahrscheinlich eh besser als das Zimmer, was ich hatte. Ja, bei dir stimmt es auf jeden Fall. Du hattest das preiswerte Zimmer, ne? Ja. Ja, du, solange es irgendwo einen schönen Platz zum Schlafen gibt, ist mir das. Dann ist jetzt einfach, dann muss ich hier nicht versuchen, ihn zu überzeugen. Er ist auch nicht. Warte mal, überreden, bekehren kann ich auch. Ja. Ja, nö, du, gerne. Und kaue auf meinem Karren rum. In Ruhe. Ja. Ich nehme die Keule mit und folge Alkajok, wenn er wieder rausgeht. Ja, ich sitze noch ein bisschen. Das ist ja ganz gemütlich hier. Ich gehe am Wirt vorbei und nehme den Hund mit. Der Wirt schaut dich böse an und guckt wieder zurück zu Alesia und behält sie keinen Augenblick aus den Augen. Ja, behält sie im Auge. Ja. Lässt sie nicht aus den Augen. So, ich habe auch gerade überlegt. Ja, das war. So, wenn ich fertig gegessen habe, ziehe ich ein Silberstück raus. Mhm. Ich glaube, das war mehr als genug, um das zu bezahlen. Ich glaube, das kostet irgendwie ein paar Heller. Und noch. Ja. Nehme ein Silberstück raus und lege es auf den Tisch. Gucke ihn nochmal freundlich an, lächle, nicke und verlasse dann auch den Laden. Ich nehme das Silberstück und tausche es. Okay, damit habe ich jetzt aber wirklich nichts. Wie war der Umrechnungskurs? 10. 10 und tausche es gegen 9 Hellerstück. Dass du es überhaupt tauscht. Ich jetzt einfach bezahlen muss man schon, aber. Das muss schon alles korrekt sein. Ich meine, das habe ich plus einen Hiller. So, ich muss mir das Silber mal abziehen. Du bist unfassbar. Ich hätte nicht so früh aufstehen sollen, sonst hätte ich es gemacht. Und ich habe nichts hingelegt. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie viel Geld ich habe. Ich habe hier einen Wert stehen, aber das ist sehr viel. Ich glaube nicht, dass ich habe ja nicht 600 Silberstücke. Doch, du warst reich. Ja, ich habe irgendwann mal Geld ausgegeben, also viel mehr ja, als. Ja, nee, so viel Geld kann man im Norden nicht ausgeben. Ja, und dann habe ich jetzt noch 661. Dann war das jetzt kein so großer Verlust für mich. Nee. Gut, auf zum Schlafen. Genau. Ich würde sagen, an der Stelle werden wir die Folge. Genau. Und der Akt zu Ende geht. Was für ein Stress. Sehen wir in der nächsten Folge. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.